Okay, er wird sich schon melden, wenn er wieder reden will. Oh no! Me so sorry, Catastrophe. Habe ich gerade als Trophäe bekommen. Aber ich muss hier lang. Was habe ich noch alles vergessen? Ich muss Eltern und Freunde gehabt haben. Was ist mit ihnen allen passiert? Ich wollte die Stadt öffnen, aber gibt es überhaupt noch jemanden, den ich retten kann? Immer noch nicht reden. Okay. Wupp. Well. Sorry, ich kann nicht mit euch reden. That's sad, I guess. Gut, wir gehen einfach mal weiter nach oben. Oh, der auch nicht, doch. Komm, nächste Ebene. Who this? Was ist das? Hm? Balthasar. Hey, weißt du nicht, dass man seinen Nächsten nicht bei seiner transzendalen Meditation stören sollte? Ach, du bist es. Du warst bei Momo, als wir vorhin den Anruf erhielten. Ich freue mich, dich endlich kennenzulernen, kleiner Außenweltler. Du kennst Momo und Doc, also bist du bereits mit uns Außenweltlern vertraut. Ich vermisse sie. Die Erinnerung an sie bringt mir Frieden. Momo ist in den Slums geblieben. Ich habe gehört, du hast geholfen, Doc zu finden und Clementine. Sie ist jetzt im Stadtzentrum. Wenn du immer noch die Außenwelt sehen willst, ist sie diejenige, die dich dorthin bringen kann. Scheinbar hatte sie einen Plan, wie sie die Stadt verlassen kann. Hier für dich. Ich habe ihre Adresse auf die Rückseite dieses Bildes geschrieben. Bild von Clementine erhalten. Um das Stadtzentrum zu erreichen, klettere unser kleines Dorf hinauf. Das sollte für ein geschicktes Kerlchen wie dich ganz einfach sein. Wenn du es schaffst, die Außenwelt zu erreichen, bist du der Allererste. Ich würde dir viel Glück wünschen, aber das brauchst du nicht. Ich glaube an dich. Okay. Es tut mir leid, dass ich vorhin abgeschaltet habe. Ich bin ein Mensch, wahrscheinlich der Letzte auf der Welt. Und jetzt sieh dir an, was von mir übrig geblieben ist. So vieles ist mir wieder eingefallen. Wie viel habe ich vergessen? Wenn wir Clementine finden, können wir vielleicht meine Erinnerung wiederherstellen und dich gleichzeitig nach Hause bringen. Wir können zurück nach unten gehen und die Gefährten befragen oder weiter ins Stadtzentrum. Ich werde auf jeden Fall runtergehen. Bild von Clementine untersuchen. Das ist die Adresse, okay. Gut, nein, wir gehen wieder runter. Denn ich will wissen, was die alle von mir wollen. Zack, bam. Also werde ich mich mal entschuldigen, dass ich eben das schöne Spiel kaputt gemacht habe, wahrscheinlich. Wir fangen ganz von vorne an. War das der erste, den wir gesehen haben? Ja. Yeah. Wusstest du, dass es mehr als 900 Schattierungen von weißer Farbe gibt? Sag's niemandem, aber ich kreiere gerade meine eigenen Farbtonen. Ich nenne ihn Müllbraun. Cool. May ist in ihrer dekonstruktivistischen Phase, wie sie sagt. Ich bin sicher, dass sie eine große Künstlerin werden wird. Wenn sie nur woanders üben könnte. Ich habe den Geruch von frischer... Ich liebe den Geruch von frischer Farbe. Erinnert mich an... Warte mal. Ich kann nichts riechen. Wie schade. Ja, ich will da hoch. Joink. Und dann? Besser.
Ah, schade. Okay, ich dachte, du reagierst jetzt drauf, dass ich dich versaut habe. Aber es scheint dich ja nicht zu interessieren. So, ich springe jetzt nicht nochmal drauf. 9536 Spiele zu 6 gewonnen. Sag niemandem, dass ich tatsächlich darauf programmiert bin, bei diesem Spiel zu gewinnen. Nein, werde ich nicht. Keine Angst. Statistisch gesehen hätte ich mindestens 8-mal gewinnen müssen. Das ist ja eine geile Statistik, so. Okay. Hi. Elektrozugs, überall. Okay, der schläft. Und es bleibt dabei, der schläft. Oh, Hallöchen, es ist schon lange her, dass wir Besuch hatten. Naja, außer diesen verdammten Zirks natürlich. Stell dir vor, wir könnten uns ihre Kraft zunutze machen, sie in einem Rad oder so laufen lassen. Was für ein verschwendetes Potenzial. Wohl wahr, komme ich so nicht an dich ran. Wie komme ich denn dann an dich ran? Zack. Beelight. Wenn ich groß bin, möchte ich so berühmt sein wie Tante Clementine. Ich hätte auch gern alles erforscht wie sie, aber die Erwachsenen haben uns verboten, das Ameisendorf zu verlassen. Ja gut, zu Recht. Wenn du noch ein Kind bist, ist das wohl absolut richtig. Was zum... Scheint dann der Spielplatz von ihm zu sein. Ah, guck mal da. Hinlegen und pennen. Braum. Ah. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir natürlich wieder weiter nach oben kommen. Ups, ohne was zu übersehen. Of course. Okay, da unten waren wir schon. Das ist dann die legitim nächste Ebene. Hallo. Der Alexander, das beruhigende Geräusch von fallendem Müll. Schimmernden Wasserfällen, keinen Gefahren. Ist ein herrlicher Ort, um an meinen Gedichten zu arbeiten. Hier, hör mal. Du mächtiger Beton, so sag, der mich in seinem Schoße stützt, sollst du sein auch mein Grab. Ist dir das zu feierlich? Nein. Danke. Alexander. Da unten. Ah ne, ist Mr. Slöpi Slöpi. Gut. Dann ab da hoch. Balthasar. Du solltest Clementine suchen. Ich hoffe, hier ist nichts passiert. Klettere unser Dorf hinauf und finde deinen Weg ins Stadtzentrum. Meine alte Freunde, ich vermisse sie die ganze Zeit. Vergiss nicht die Adresse auf der Rückseite. Okay. Ja, mehr habe ich halt nicht. So geil, dass er da drauf reagiert, ne? Da geht's noch eine Ebene höher. Hier geht's echt noch weiter. Okay, cool. Dieses Essen ist wirklich grässlich, aber etwas anderes gibt es hier nicht. Wenn ich weiter diesen Müll in mich hineinfresse, muss ich das Frontgehäuse abschrauben. Pff, ist das so? Du? Man kennt mich, den Blechkoch, denn ich habe mich auf das Upcycling von Überresten spezialisiert. Das heutige Angebot: Ramen J45 mit meiner geheimen Zutat. Okay. That's so. Na gut. Was ist die geheime Zutat? Ich sehe schon. Okay, danke für deinen Teppich. Bye. Okay, eine Ebene höher.
Okay, hier geht's nicht weiter. Kann das sein? Can it be? Dass es da nicht weitergeht. Soll ich denn dann da hochkommen? Hallo? Achso. Wir nehmen den direkten Weg, ja? Katzenparty. Katzen haben es nicht so mit Leitern, habe ich gehört. Ah, schade, ich dachte, ich könnte es runterkicken. Na gut. Hey, wer bist du? Malo. Hallo Kleines, wie geht's dir? Wusstest du, dass Tante Clementine uns beigebracht hat, wie man besondere Pflanzen züchtet, die ohne Sonnenlicht leben können? Ich habe eine riesige Sammlung davon, willst du sie sehen? Es fehlen allerdings noch ein paar Farben. Mir fehlt eine gelbe Pflanze, eine rote und eine lila Pflanze. Wenn nur einer, der klein und flink ist, sie für mich holen könnte. Aber wo? Wo hole ich sie dir? Hm? Oh hey. Pff, mir ist langweilig. Tante Clementine hat hier früher Unterricht gegeben. Wir haben eine Menge cooler Sachen gelernt. Okay, die mag Pflanzen, aber warum? Und wo? Da? Da komme ich so nicht hin, okay? Vielleicht. Nee, da komme ich so nicht hin. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich ihr die Pflanzen holen soll. Weil ganz raus will ich ja jetzt eigentlich noch nicht. Nee, auch wenn du das sagst. Okay, das ist ein ganz schöner Weg. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier noch Pflanzen finden. Ich glaube, hier geht's raus. Ha. Jetzt interessiert mich das aber mit den Pflanzen da. Brau. Ja. Mogus? Wo soll ich die denn finden? Gibst du mir nochmal einen Tipp? Wie ich schon sagte, wenn mir nur jemand eine gelbe, eine rote und eine lila Pflanze ergattern könnte. Haben wir die denn schon irgendwo gesehen? Miese, not sure. Komm, let's have a look. Moment, ich nehme mal den Aufzug da vielleicht. Way! Eimer, besser gesagt, nicht Aufzug. Guck mal da. Da könnte was sein. Gelbe Pflanze. Uff. Okay, das bedeutet... Natürlich, offensichtlich, dass die irgendwo versteckt sind, hier. Abgelegen, wahrscheinlich. Aber ja, sollte sich ja ergeben, die finden wir bestimmt.